Hallo, mein heutiges Thema dreht sich um die Übertragbarkeit von Urlaubsansprüchen ins neue Jahr. Ich bin Marion Neumann und ich bin deutschlandweit für Sie als Rechtsanwältin tätig. Das Jahr ist fast vorbei und es ist noch viel Resturlaub übrig. Doch was passiert mit diesem Resturlaub? Das Gesetz ist ganz klar. Es sagt, dass man grundsätzlich bis zum nächsten Jahr, und zwar bis zum 31.03. des Folgejahres, Resturlaub übertragen kann. Dies aber nur unter gewissen Voraussetzungen. Nur dann, wenn der Urlaub wegen persönlichen Gründen oder aus betrieblichen Gründen im laufenden Jahr nicht genommen werden konnte. Zu den betrieblichen Gründen zählen beispielsweise personelle Engpässe, aufgrund derer der Urlaub nicht genommen werden kann. Zu den in der Person des Arbeitnehmers liegenden Gründen zählt beispielsweise, dass der Urlaub zusammen mit einer anderen Person geplant war, die jetzt aber krank geworden ist und der Urlaub deswegen nicht angetreten werden kann. Tatsächlich aber sind die persönlichen Gründe nur dann ein Grund für die Übertragung des Urlaubs ins nächste Jahr, wenn es keine Möglichkeit mehr gibt, den Urlaub im laufenden Jahr noch zu nehmen. Etwas anderes gilt dann, wenn der Arbeitnehmer das ganze Jahr über krank gewesen ist. In diesen Ausnahmefällen kann der Urlaubsanspruch bis zu 15 Monate nach Ablauf des Jahres, in welchem der Urlaubsanspruch entstanden ist, genommen werden. Aber nach spätestens 15 Monaten ist auch im Falle der Krankheit Schluss. Etwas anderes ist, wenn es zusätzliche oder anderweitige Vereinbarungen mit dem Arbeitgeber gibt. Solange die weitergehend sind als die gesetzlichen Regelungen, also beispielsweise eine weitere Übertragung über den 31.03. des Folgejahres hinaus zulassen, ist das wirksam. In diesem Sinne nehmen Sie am besten dieses Jahr noch den Resturlaub dieses Jahres, dann vermeiden Sie Probleme mit dem Arbeitgeber. Sollten Sie anwaltliche Beratung oder Vertretung benötigen, können Sie sich gerne unter den eingeblendeten Kontaktdaten an mich wenden. Sie finden diese Kontaktdaten auch in der Videobeschreibung. Und nicht vergessen, kommentieren und abonnieren. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ihre Marion Neumann.